So, jetzt möchte ich euch von meiner persönlichen Enttäuschung berichten von der Gamescom dieses Jahr. Wie viele von euch wissen, wollte ich unbedingt die Wii U mal ausprobieren und dazu hatte ich endlich Gelegenheit auf der Gamescom, wie viele von euch und oh Gott, Leute, Nintendo, hört auf, mir Salz in die Wunde zu streuen. Es tut einfach nur weh, euch zuzusehen, ohne Scheiß. Als allererstes Mal, wenn ihr vorhabt, euch eine Wii U zu kaufen dieses Jahr, dann holt euch nicht einfach nur das Geld für die Wii U, sondern legt noch gleich 75 bis 100 Euro auf die Seite, denn ihr braucht dieses schöne Stück. Sagt Hallo zur externen Festplatte, denn die Wii U hat keine integrierte Festplatte innen drin, sondern einfach nur 8 GB Flash Memory, was lächerlich wenig ist für das Jahr 2012. Da passt gar nichts drauf. Also fahrt schon mal los und holt euch eine externe Festplatte, nachdem ihr das Ding gekauft habt. Viel Spaß dabei. Ich würde es vor allem witzig finden, das Ding ist eigentlich hauptsächlich für Kinder gedacht und die sollen auf einmal ihre Eltern losschicken und sagen, Daddy, kauf mir eine externe Festplatte, what the fuck ist das? Ja, sonst kann ich keine Spiele aus dem E-Shop runterladen. Super scheiße, Nintendo, super scheiße. Hockt euch auf euren eigenen Daumen. Dann kommen wir zu dem Controller, denn viele fragen, wie ist der Tablet-Controller so? Und es wurde ja schon berichtet, er ist scheiß schwer, nein, er ist super leicht und ich sag euch jetzt, was ich erlebt habe. Also erstmal die positiven Aspekte von dem Ding. Der Tablet-Controller der Wii U ist unglaublich leicht. Kein Scheiß, Leute. Ich war selbst fasziniert, als ich das Ding in den Händen hielt. Beispielsweise, das hier ist ein Wireless Xbox 360-Controller mit Batteriepack. Und das Ding, was ich gerade in der Hand halte, ist schwerer gewesen als der Wii U Tablet Controller. Also so leicht ist das Teil. Hammergeil. Man braucht also keine Bodybuilder-Arme, um das Ding länger als 5 Minuten lang aufrecht zu halten. Sehr, sehr gut gemacht von Nintendo. Der Tablet selbst, der Screen. Der hat eine sehr gute Resonanz. Das heißt, er reagiert auf jeden Fall sehr gut auf eure Finger. Es gibt kein Freezing oder so etwas, aber ich weiß jetzt doch nicht, wie das Ganze mit dem Streaming so funktionieren soll, ob das auch so sehr gut funktioniert oder nicht. Aber bisher habe ich bei den Spielen, die ich ausgetestet habe, gab es keine Probleme mit dem Ding, außer bei einem kleinen Minispiel bei Batman mit dem Türen hacken, aber dazu komme ich nachher. Das sind soweit die positiven Aspekte von dem. Der Motion Sensor, wo man das Ding hin und her bewegen kann, wie zum Beispiel beim Battering bei Batman, dass man das Ding auch von selbst bewegen kann, hat auch sehr gut funktioniert. Also das sind auf jeden Fall sehr gute Eigenschaften von dem Controller. Kommen wir zu den negativen Aspekten. Die Analogsticks. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, dann sage ich euch das jetzt gerne, denn Nintendo, das ist die allererste Konsole, ihr müsst euch das mal durch den Kopf gehen, das ist die allererste Konsole von Nintendo mit Analogsticks, die gleichzeitig Knöpfe darstellen, also L3 und R3, und das ist erschreckend, wenn man bedenkt, dass Sony die Dinger schon 96, 98 rausgehauen hat, ich weiß es nicht mehr, aber die hatten schon damals mit dem DualShock-Controller hatten sie schon daran gedacht, 2 Knöpfe in die Analogsticks einzubauen. Nintendo ist erst jetzt dazu gekommen. Und das Beste ist, Nintendo ist nicht mal selbst auf die Idee gekommen. Die wären bei den Zirkelpads geblieben, wenn sie keine aufgehalten hätte von ihrer wahnsinnigen Idee. Der Third-Party-Support ist auf die Idee gekommen. Die sind bei Nintendo angetanzt, haben auf den Tisch gehauen und haben gesagt, Leute, baut endlich Analogsticks ein mit 2 Druckknopffunktionen. Sonst werden wir für euch keine Spiele herstellen können. Mit eurem Touchscreen funktioniert das nicht, denn er hat keine Multitouch-Funktion. Man kann nicht gleichzeitig beide Sachen auf den Touchscreen drücken, das funktioniert nicht. Ja, okay, wir bauen Analogsticks ein. Und das hat Nintendo getan, aber statt einfach nur Analogsticks einzubauen, hätte man auch nachdenken können, wir stellen ja Next Gen dar. Das Ding soll länger als 6 Jahre auf dem Markt sein, schätze ich mal. Wir können nicht einfach nur Analogsticks einbauen, sondern verbesserte Formen des Analogsticks. Ich meine, Sony ist dessen komplett schuldig. Die haben schon seit der PlayStation 1-Zeit nichts an den Analogsticks großartig verändert. Microsoft ist wenigstens klüger gewesen, die haben zum Beispiel Wölbungen eingebaut nach innen, dass eure Daumen sich hinlegen können und ihr habt volle Kontrolle über die Analogsticks, ohne abzurutschen. Im Gegensatz zum PlayStation 3 Controller, wenn ihr anfangt zu schwitzen. Plus, ihr habt volle Kontrolle über den Druck des L3 und R3 Knopfes beim Zocken, selbst wenn der Analogstick nicht horizontal steht. Also hammergeil. Vertikal meine ich. Hammergeil. Nintendo hat einfach nur irgendwelche Analogsticks eingebaut, die, naja, sie sind okay, aber wenn deine Hände anfangen zu schwitzen, wirst du sau oft abrutschen. Das ist mir nämlich beim Spielen ständig passiert und
Jo, und ich habe das Ding gerade mal 15 Minuten in der Hand gehabt. Was ist mit einem ganzen Abend? Und die am schlimmsten waren wirklich die L3 und R3 Knöpfe. Die waren so, so wirklich mittelaltermäßig. Man hat wirklich gemerkt, dass das die allererste Form ist, von Nintendo L3 und R3 darzustellen. Um euch das Ganze zu demonstrieren, stellt euch vor, ihr habt zwei Eier aufeinander gestellt und wollt Druck ausüben, damit das untere Ei einen Knopf drückt. Genauso unsicher fühlt sich euer Daumen an, wenn er den Analogstick nach innen drücken soll. Es ist furchtbar, Nintendo. Man merkt wirklich, Nintendo lebt teilweise wirklich noch in der Vergangenheit. Wie ein dummes Kind. Der Lehrer steht an der Tafel, fragt jeden, wie viel ist 2x2? Jeder sagt 4. Nintendo stellt sich auf und sagt, 2x2 ist gleich 1 plus 1 plus 1 plus 1. Die Antwort ist zwar auch richtig, aber sie ist verdammt umständlich. Und genau das ist das Motto von Nintendo. Innovation gleich umständlich. Naja. Noch ein negativer Aspekt. Ja, ich weiß. Aber das ist der letzte. Nintendo hat zur Super Nintendo Zeit farbige Knöpfe gehabt. Hammergeil, Nintendo. Microsoft hat das Ganze abgekupfert und auch haben auch ebenfalls farbige Knöpfe, ebenfalls mit Buchstaben drauf. Sollte ich in einem Spiel den Buchstaben nicht erkennen können, kann ich immer noch die Farbe sehen. Ah, grün, das ist A. Ah, Y, das ist gelb. Funktioniert wunderbar. Warum haben die dieses Konzept nicht beibehalten? Vor allem Nintendo hat es erfunden. Warum haben sie es nicht beibehalten? Bei Nintendo sind die Tasten alle weiß. Und auf dem Bildschirm sind es kleine weiße Tasten, so winzig klein, und da steht B. Und du sollst gucken, und das Problem ist, ich spiele ja die ganze Zeit mit dem Xbox 360-Controller. Das heißt, B ist rechts, A ist unten, X ist oben, X ist links, Y ist oben. Und Nintendo hat das Ganze vertauscht gehabt. Y ist links, X ist oben, A ist nicht unten, sondern rechts, B ist unten. Es war ätzend. Also, ich hatte wirklich es war echt sehr gewöhnungsbedürftig, aber das ist mein persönliches Problem. Aber das sind soweit die negativen Eigenschaften des Controllers. Wie gesagt, die Analogsticks und die nicht farbigen Knöpfe. Ja, was habe ich als erstes gespielt? Die Reihe zu Batman Arkham City war noch ein bisschen lang, also habe ich mich schon mal angestellt für Tank, Tank, Tank. Und oh, was soll ich sagen? Es ist ein nettes, kleines Spielchen, aber wenn Nintendo wirklich dafür 60 Tacken verlangt und sagt, das wäre ein Vollpreistitel, dann haben die wirklich den Arsch offen. Das ist, in meinen Augen ist es ein Indie-Game, das man vielleicht für 5 Euro im E-Shop anbieten kann, aber niemals ist das ein Vollpreistitel. Es ist ganz lustig zu spielen, die Grafik ist nicht wirklich Sahne, es ist nichts Großartiges, es sieht aus wie PlayStation 2 Grafik und die Auflösung ist wirklich scheiße. Kantenglättung, Fremdwort für das Spiel. Was dem Wii U Pro Gamepad, was das Wii U Pro Gamepad angeht, was so aussieht, das Teil, ist dasselbe Problem mit den Analogsticks. Also das Ding stand ja nebendran, man konnte es ebenfalls testen. Gleiches Problem wie bei dem Tablet. Dann Batman Arkham City, die Full Armored Edition. Ich habe eine Stunde lang angestanden und habe mich schon mit Leuten unterhalten und habe Gerüchte ausgetauscht und die waren schon fasziniert. Wie, was sagen die Amis so im Internet bei YouTube? Ich dachte, die Amis sind total verrückte Menschen, vor allem die Nintendo-Fanboys. Die haben nicht einfach nur gesagt, dass Batman Arkham City auf der Wii U besser aussehen soll als die Konsolenfassungen. Nein, es soll besser aussehen als auf dem PC. Der Detective-Mode soll auf dem Tablet-Controller so intensiv sein, dass du dich fühlst wie Batman. Ein so intensives Erlebnis wie auf keiner anderen Plattform. Und Wii U einzig wahr, heil Nintendo. Die haben sich schon schlapp gelacht und ich habe gesagt, das ist wirklich so. Manche Leute ticken wirklich so. So verrückte Menschen. Aber da es ja auf einer Next-Gen-Plattform war, habe ich wirklich wenigstens damit gerechnet, dass das Ding 60 Frames pro Sekunde hat. Wenigstens das. Eine 1080p Auflösung und eine leicht angehobene oder wenigstens gleichgestellte Grafik zu den aktuellen Konsolen. Ich habe die PC-Fassung zu Hause. Dann kam ich endlich dran, Batman zu spielen und holy fuck, Leute. Es sieht ohne Scheiß schlechter aus als die aktuellen Konsolenfassungen. Von der PC-Fassung schon gar nicht zu reden. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt euch das Video von Chris Dodo an. Wenn ihr mir dann immer noch nicht glaubt, guckt euch die Videos von Game One an. Also ich verarsche euch hier nicht. Das Bild ist in der Mitte zerrissen beim Zocken, während ich mich gedreht habe. Das heißt, es gab Tearing. Echt beschissen. Von 60 Frames braucht das Spiel gar nicht zu reden. Es hatte nicht einmal 30, konstante 30 Frames pro Sekunde. Die Bildrate ist abgekackt von 30 auf 40, auf 25, dann auf 15, dann ab und zu mal wieder hoch auf 20, wenn es Laune hatte, und dann wieder runter auf 15.
Es war übelst beschissen. Also im Kampf hast du gesehen, dass das Spiel wirklich geruckelt hat. Vor allem bei der Umstellung, wenn du den Detective-Mode eingeschaltet hast. Furchtbar. Mega furchtbar. Dann die Grafik von dem Spiel. Eine Next-Gen-Konsole. Und ich habe wenigstens erwartet, dass das Spiel etwa so aussieht wie auf den Konsolen, die zurzeit auf dem Markt sind. Nicht einmal das ist der Fall. Die Auflösung war, wie gesagt, T-Ring ist auf dem Bild gewesen. Die Auflösung war extrem furchtbar. Also manche haben gesagt, das sieht aus wie eine Xbox-Fassung von der ersten Xbox. Und ich muss sagen, die hatten, ich teile diese Meinung wirklich, die Kleidung sah komplett beschissen aufgelöst aus. Von Details war nicht die Rede. Das Bild ist abgekackt, T-Ring ist mit dabei gewesen. Es war furchtbar. Das Cape von Batman sah aus wie ein wie Pappmaché, wie einfach wie ein Stück Pappe, so einfach nur so. So sah es aus, so einfach glatt mit Falten drauf gemalt. Und das Cape ist auch ab und zu in seinen Klamotten, in seinen Beinen innen drin verschwunden, also gab es auch Glitchfehler. Ich war schockiert und ich bete dafür, dass das für Warner Brothers und Nintendo, dass das nur eine nicht fertiggestellte Demo ist und am Ende das Spiel auch ganz anders aussehen soll und ich mich komplett geirrt habe. Aber naja, ich hatte auch einen Haufen Fragen zu der Technik des Spiels. Da kommen wir zu dem Hauptproblemaspekt von den ich hatte. Denn nicht einfach nur das Spiel war furchtbar, die Leute auf der Gamescom, die anscheinend einfach nur einen 5-Minuten-Kurs bekommen haben, um zu erklären, wie das Spiel einfach funktionieren soll, mehr haben die nämlich nicht gemacht. Die hatten keine Ahnung von der technischen Umsetzung und zu den technischen Fragen, die hatten keine Antwort auf meine technischen Fragen. Welcher Fernseher ist das? Liegt es am Fernseher, dass das Spiel scheiße aussieht? Ist das ein HD-Fernseher? Ist es Full HD? Wie viel Hertz hat der Fernseher? Wie habt ihr das Ding angeschlossen? Habt ihr die Konsole über DVI angeschlossen, über irgendeinen anderen Anschluss? Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Wir können es Ihnen nicht beantworten. Tut mir leid. Am schlimmsten war, als ich etwas zum Spiel wissen wollte. Da habe ich wirklich, mir ist fast der Kragen geplatzt. Ich hätte das zu gern gefilmt, aber ich durfte leider nicht. Um euch das näher zu erörtern, stellt euch die Szene von Pulp Fiction vor mit Samuel L. Jackson und dem Typen, der ständig was sagt. Genau dasselbe, nur mit einer blonden Frau, die ständig wie sagt. Ich stehe also da, habe ein paar Fragen zu dem Spiel und bitte die Frau zu mir. Sie kommt zu mir. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo. Sagen Sie, funktioniert das Spiel mit Streaming? Also kann ich das Ganze auf dem Controller spielen? Wie? Kann ich das Batman-Spiel auch spielen, ohne den Fernseher zu benutzen? Also einfach nur auf dem Controller. Wie? Aus welchem Land kommen Sie? Wie? Ich kenne aber kein Land, das wie heißt. Spricht man da nicht unsere Sprache? Doch, ich spreche Ihre Sprache. Gut, dann sagen Sie mir jetzt bitte, ob das Streaming des Spiels funktioniert ohne den Fernseher. Und wie weit die Entfernung ist. Wie? Ich warn dich, du kleine Schlampe. Ich warn dich doppelt. Sag noch einmal wie. Sag noch einmal wie und ich knall dich ab. Okay, beantworte mir eine simple Frage. Wie genau sieht Batman in Arkham City eigentlich aus? Er ist dunkel angezogen? Aha. Sieht er aus wie Last Gen? Wie? Pff. Ohne Scheiß. Es war fast genauso abgelaufen. Es war furchtbar. Kommen wir zu den spielischen Aspekten des Spiels, die ja von den Nintendo-Fanboys angepriesen wurden als die einzig wahre Version von Batman. Und ihr seid kein wahrer Batman-Fan, wenn ihr es nicht auf der Wii U gespielt habt. Bullshit. Also, die Kampffunktion, die ihr bei Batman kennt mit diesem Free-Flow-System. Mitten im Kampf wird das unterbrochen, wenn euer Balken voll ist und ihr mit Batman diesen Armor aktivieren könnt, wo Batman auf einmal wie Berserker Amok läuft und alles einfach nur kaputt haut. Also der Casual-Modus für die Idioten. Oh, du kannst gar nichts reißen? Ja, dann benutze einfach das Knöpfchen und dann kannst du alles kaputt hauen. Ziemlich scheiße. Also ich fand das nicht unbedingt irgendwie ein Gewinn für das Spiel. Dann, wie heißt es? Dann das Benutzen des Batarangs mit dem Tablet-Controller, wo man ihn hin und her schwingen kann. Also wie mit den Analog-Sticks. War nett, aber vielleicht liegt es auch an der Gewöhnungssache, aber wirklich, der Hit war es nicht. Es fühlte sich wirklich an wie ein Gimmick. Am nervtötendsten war das Hacking. Ich musste eine Tür hacken und das geht nochmal ganz einfach mit zwei Analogsticks bei den normalen Konsolenfassungen und die PC-Fassung haben wir ebenfalls genauso gespielt. Und dort musst du auf den Tablet-Controller ein kleines Minispiel spielen. Da musst du mit dem Finger über den Tablet fahren, bis du eine unsichtbare Stelle gefunden hast und dann, also so eine Art Hotspot.
Und das in einer kurzen Zeit, während von links ein roter Strich kommt. Und wenn dieser rote Strich deinen Finger berührt, dann musst du von vorne anfangen. Auch wenn du den Finger runter nimmst, musst du auch wieder von vorne anfangen. Mega nervtöten. Also, und es hat sich auch gar nicht so irgendwie angefühlt. Das ist, jetzt bist du Batman, du fühlst dich genauso. Es hat sich angefühlt wie ein behindertes Gimmick. Also, ich kann es nicht schön ausdrücken. Dann das Problem mit dem Inventar. Denn Batman hat ein riesen Inventar und es ist komplett überladen. Und wer kam auf die Idee, die HUD-Anzeige auf den Controller zu machen? Denn ständig, wenn du irgendwie das Spiel spielst und irgendwie was auswählen musst, guckst du nach unten. Währenddessen wirst du attackiert und siehst das Ganze nicht, guckst wieder hoch. Oh shit, ich werde attackiert, weglaufen. Jetzt muss ich mich da orientieren. Oh kacke, ich werde wieder angegriffen. Oh, ich muss wieder weg und jetzt darf ich angreifen und habe keine Zeit, die Gegenstände auszuwählen. Totaler Scheißdreck. Also die aktuellen Konsolenfassungen mit dem Controller, der zurzeit auf dem Markt ist, haben das Spiel ideal laufen lassen. Es hat wunderbar funktioniert. Keine Ahnung, warum die auf die Idee gekommen sind, das unbedingt verändern zu müssen. Es war nämlich nicht so doll. Dann der Detective-Mode. Der hoch angepriesene Detective-Mode mit den versprochenen Features. Und du wirst wie Batman sein, indem du den Controller im Raum entlang führst. Also, Batman selbst befindet sich in der Third-Person-Perspektive. Ihr glotzt aber nicht auf den großen Fernseher. Ihr glotzt auf den kleinen Controller und müsst währenddessen den Raum abscannen. Das Problem bei diesem kleinen Ereignis ist, solltet ihr währenddessen angegriffen werden, werdet ihr das niemals mitbekommen, denn ihr befindet euch in der Ego-Perspektive und auf dem Bildschirm geschieht gerade ein Kampf. Oh shit, ich werde angegriffen. Ich weiß nicht, wie das Ganze vonstatten gehen soll, aber es hat sich auch irgendwie nicht unbedingt großartig angefühlt. Es war einfach nur wieder ein Gimmick. Wieder ein traurigerweise, es war nichts weiter als ein Gimmick. Also, was soll ich euch noch zum Ende sagen? Also, wenn ihr Batman unbedingt spielen wollt, kauft euch die stinknormale Fassung, die es überall zu kaufen gibt. Was die Grafik angeht, wie gesagt, ich hatte die PC-Fassung, also die bestaussehendste Version, aber ich war so dermaßen enttäuscht von der Wii U-Fassung. Ich habe mir wirklich die Brille ausgezogen beim Spielen. So, wow, vielleicht liegt es an meinen Augen, vielleicht habe ich was an der Brille oder so. Ich bin am nächsten Tag zu einem Kollegen gefahren, der hatte eine PlayStation 3 gehabt mit dem Spiel. Ich habe dieselben Stellen wie im Spiel nochmal nachgezockt und es liegt wirklich an der Wii U-Fassung. Entweder es ist eine ziemlich beschissen gemachte Demo oder das Spiel wird wirklich endgültig genauso aussehen, aber die aktuellen Konsolenfassungen sahen besser aus. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch die Berichte von Chris Dodo an. Wenn ihr ihm nicht glaubt, Game One hat dasselbe berichtet mit selbst mit Exklusivtiteln wie Zombie U sieht es auch nicht besser aus. Die sehen auch grafisch so lala aus. Nichts Großartiges. Also grafisch ist die Konsole nicht unbedingt Next Gen, aber vielleicht entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Vielleicht irre ich mich ja. Vielleicht wird Nintendo doch noch irgendwie das Ruder reißen und die beste Konsole raushauen, die es ever gab. Aber bisher habe ich absolut keinen Drang, mir eine Wii U zuzulegen. Absolut nicht. Also, es spricht absolut nichts dafür. Naja. Kommen wir zum Ende meines Videos. Was habt ihr so alles auf der Gamescom erlebt? Was waren eure Highlights und eure größten Enttäuschungen von der Spielmesse? Also schreibt mir in die Kommentare rein. Ich freue mich, das Ganze durchzulesen, was ihr so gesehen habt. Wir sehen uns, Leute. Ciao.